Immer in Deutschland, es gibt eine sehr starke Bauernlobby, gerade auch in Bezug auf Veganismus gibt es da, oder was heißt Veganismus, ne? Wenn man sich pflanzenbasierte Ersatzprodukte anschaut oder aber auch in vitro sozusagen eine neue Art von Fleischprodukten anschaut, schreien häufig ganz viele Landwirte auf und da gibt es dann irgendwie viel Diskussion und auch berechtigte Sorgen zu einem gewissen Grad, was wenn unsere Jobs wegfallen, was produzieren wir dann eigentlich? Da gibt es natürlich mehrere Möglichkeiten, wie das sich ausspielen kann. Letzten Endes haben wir jetzt heute den Daniel hier, noch einen weiteren Daniel, wir haben auch schon zwei Daniels im Orga-Team, aber der Daniel hat einfach das Gegenteil gesagt, er macht sich keine Sorgen, sondern er geht jetzt proaktiv an das Thema ran und macht jetzt einfach Landwirtschaft komplett vegan, bio-vegan, ja, also keine tierischen Dünger etc. Und das ist ein Thema, das glaube ich, vielleicht gar nicht so sehr glauben, dass man das skalieren kann mit Unterschied. Chemie und tierische Produkte und wir werden jetzt ein bisschen erfahren von Daniel, wie das Ganze aussehen kann und funktionieren kann. Genau, er hat einen eigenen Biohof und wird uns jetzt was darüber erzählen. Vielen Dank. Ja, danke. Genau, wie schon gesagt, ich rede heute über bio-vegane Landwirtschaft. Ich finde es ganz wichtig, weil wenn Leute über Veganismus reden, über vegane Ernährung, meistens denken wir an Tofu, Seitan oder irgendwas. Aber anfangen tut es mit Gemüse oder Getreide. Und ja, ich habe ein bisschen was zur Anschauung mitgebracht, finde ich immer ganz cool. Ist jetzt nicht viel, aber ja, ganz nett. sogar selber angebaut. Kurz zu mir, warum stehe ich überhaupt hier? Ich habe 2012 den Hof meiner Eltern übernommen. Ich habe Ökolandbau studiert und den damals konventionellen Hof auf Bio umgestellt. Und da ich mich selbst vegan ernähre, gleichzeitig auch auf Bio-Vegan. Weil dann macht es natürlich für mich keinen Sinn, Tiere zu halten, Tiere zu kaufen, auszubeuten. Ich habe mich dann dafür entschieden, Gemüse anzubauen. Ich finde es einfach cooler als Getreide. Man hat wirklich was in der Hand, wie hier, was man den Leuten auch geben kann, wo sich die Leute für interessieren. Getreide ist meistens so ein großer Hänger, irgendwas, das wird weggefahren und wie selten wenigsten Leute essen Getreide. Man kennt das als Brot oder ja, verarbeitet. Und mit Gemüse hat man wirklich, ja, finde ich, lebendiger. Ich muss selber erstmal mich orientieren. Ich mache sowas nicht so oft, deswegen kann es passieren, dass es nicht so professionell wirkt, aber das kriegt man hin. Geht das? Nee. Ansonsten mache ich hier am Laptop, oder? Oder muss man hier auch anschalten? Bob? Gut, wunderbar. Ich habe mein Handy mal hier hingelegt. Ich gucke nebenbei mal ein bisschen auf die Zeit. Also nicht wundern. Kurz zur Gliederung, also worüber ich heute generell rede. Ich würde erst erzählen, was ist bio-vegane Landwirtschaft überhaupt? Würde es abgrenzen von anderen Arten von Landwirtschaft? Würde auf die Vorteile eingehen? Die Nachteile erläutern? Und da ich ungern irgendwie mit was Negativem aufhöre, mache ich mit Chancen und Potenzialen weiter. Ja, die Nachteile sind noch nicht so viel. würde dann noch einen kleinen Schluss finden und wenn wir Zeit haben, können wir noch Fragen stellen, eine kleine Diskussion anfangen. Und fangen wir gleich an. Was ist bio-veganer Landbau überhaupt? Das setzt sich aus den Begriffen zusammen Bio und Vegan. Bio auf der einen Seite, dass wir uns eben an die EU-Bio-Verordnung halten mit dem ganzen Regelwerk, da die aber teilweise echt lasch formuliert sind. Man teilweise konventionelle Schweinegülle düngen kann, gibt es auch viele, die sich an die Regeln der Anbauverbände halten. Das ist eben Bioland, Naturland, was man so kennt. Die sind nochmal ein bisschen anspruchsvoller. Und auf der anderen Seite eben auch die Landwirtschaft kombiniert mit dem veganen Aspekt, dass wir eben keine Tiere halten, aber auch keinen tierischen Dünger verwenden. Also keinen Mist auf die Felder fahren, keine Gülle oder gerade im Gemüsebau wird ganz oft Federmehl oder Haarmehl verwendet. Das sind im Prinzip Schlachtabfälle und haben aber den anführungsstrichen Vorteil, dass sie sehr stickstoffhaltig sind durch die Proteine und ein ja, günstiger, einfacher Dünger. Es gibt noch einen großen Unterschied. Tatsächlich gibt es sehr viele Ökobetriebe, die keine Tiere haben. Das nennt man dann viehloser Öko-Ackerbau.
Das hat aber wenig zu tun mit bio-veganen Landbau, kommt der Sache schon etwas näher, aber diese Betriebe gehen ganz oft Kooperationen ein mit viehhaltenden Betrieben. Sie verkaufen Futter an diese Betriebe und nehmen Mist oder Dünger wieder zurück, was sie auf ihre Flächen bringen. Was ist anders beim Bio-Vegan? Also erstens halten die Leute bewusst keine Tiere und setzen keine tierischen Dünger ein. Und die meisten tun das auch, oder man tut es in der Regel aus Überzeugung. Gerade bei den Dünger, das ist eben der Hauptunterschied. Da hole ich meist etwas weiter aus, um das zu verstehen oder verständlich rüberzubringen. Der Hauptdünger, den wir ausbringen, ist im Prinzip der Stickstoffdünger. Konventionell wird das eben gemacht, da wird chemisch-synthetischer Stickstoffdünger ausgebracht. Der wird sehr energieaufwendig erstmal synthetisiert. Da brauchen wir ja fossile Energie, sind abhängig von dieser Energie und das hat natürlich auch eine sehr schlechte Klimabilanz. Außerdem hat er verschiedene andere Nachteile. Er ist schnell auswaschbar. Wir finden den im Grundwasser wieder in Form von Nitrat. Ist jetzt ziemlich in der Diskussion. Die Pflanzen saugen das auf. Die wachsen zwar erstmal sauschnell, aber die Zellwände zum Beispiel werden dadurch ziemlich dünn und das macht die wieder angreifbar für Viren und Bakterien. Im Endeffekt brauchen wir wieder mehr Spritzmittel, um die Pflanzen, die zwar erstmal schnell wachsen, aber empfindlich sind, um die dann wieder gegen Krankheiten zu behandeln. Und genau, das passiert im konventionellen Landbau. Im Ökolandbau hingegen machen wir das mit Leguminosen. Das sind Schmetterlingsblütler, eine Pflanzenfamilie, wie Erbsen, Soja, Bohnen und auch Klee zum Beispiel. Und die schaffen es zusammen mit Bakterien, den Stickstoff aus der Luft zu nehmen und im Boden zu binden und quasi für die anderen Pflanzen verfügbar zu machen. Und das ist im Prinzip dasselbe wie im konventionellen Landbau, der chemisch-synthetische Stickstoff, nur dass das auf ganz natürliche Art und Weise passiert. Und eben ohne diese fossile Energie. Und der einzige Nachteil eben im bio-veganen Landbau, wir müssen das Kleegras auch anbauen oder die Leguminosen, nur im normalen Biolandbau wird das meistens an Rinder verfüttert und mit den Dungen gedüngt. Im bio-veganen Landbau haben wir keine Rinder, wir wollen auch die Rinder nicht unbedingt halten, aber wir müssen das Kleegras anbauen. Also müssen wir kreativ sein, was machen wir mit dem Kleegras? Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Wir können den Aufschnitt einfach abfahren, wie als wenn wir Futter machen und tun ihn aber kompostieren. Quasi, wir lassen die Kuh einfach weg. Anstatt dass wir das der Kuh füttern und den Dung düngen, tun wir es gleich zu Dung machen. Und ja, im Komposthaufen machen das Bakterien, die können das genauso gut wie die Kühe auch. Großer Fehler von vielen Leuten ist, die denken, die Kuh produziert Dünger. Das macht die aber gar nicht. Sie tut lediglich die Nährstoffe nehmen, die im Futter sind, tut sie umwandeln und ja, besser Pflanzen verfügbar machen. Das kann der Komposthaufen aber genauso, also die Bakterien im Komposthaufen. Da brauchen wir keine Kuh. Bei der Kuh sind außerdem noch Verluste. Wenn ich Milch verkaufe oder das Fleisch, mit jedem verkauften Produkt gehen auch Nährstoffe vom Hof. Und beim Komposthaufen bleibt das eher im Kreislauf. Also es gibt auch Kreislaufwirtschaft im Biolandbau ohne die Kuh. Und genau, da haben wir grob abgeklärt, über was reden wir überhaupt. Vorteile, ganz klar, weniger Tierleid. Ohne Tierhaltung ja, habe ich das alles eben nicht. Weniger Tierleid bedeutet nicht gar kein Tierleid, bedeutet nicht, dass wir gar keine Tiere haben. Ganz oft kommt dann die Diskussion, die jeder Veganer kennt, hey, aber wenn du über die Wiese läufst und auf eine Ameise trittst, das tut dir ja auch weh. Klar, das passiert, aber das ist nicht vermeidbar. Wenn ich aber Tiere halte in einem Stall, in irgendeinem Betonding mit Spaltenböden, das ist ganz klar vermeidbar. Und das ist durchsetzbar im bio-veganen Landbau, dass wir das eben nicht haben. Verminderung der Produktion von Treibhausgasen. Gerade Kühe als Wiederkäuer produzieren Unmengen an Methan, was viel klimaschädlicher ist als CO2. Und ja, ohne Rinderhaltung fällt das auch weg und wir tun weniger Methan produzieren. Ganz zu schweigen von den Stickstoffverlusten bei der Dunglagerung, Gülleausbringung und so weiter. Die geringere Nitratbelastung, eben auch durch den Dünger und die Gülle. Wenn ich den tierischen Dünger ausbringe, ist der sehr leicht wasserlöslich. Das hat den Vorteil für die Pflanzen, die können den schnell aufnehmen, das ist das schnell wirksam. Hat aber den Nachteil, wenn gerade keine Pflanze da ist, ist es genauso wasserlöslich und wenn es viel regnet, geht das runter ins Grundwasser.
und kann dort zur Nitratanreicherung führen. Und dann haben wir dasselbe Problem wie im konventionellen Landbau. Wenn ich aber meinen bio-veganen Kompost dünge, ist der Stickstoff oder generell die Nährstoffe, die sind viel besser in der Pflanzenmasse gebunden und sind eben weniger auswaschbar. Und langfristig werden die dann freigesetzt und ja, können so nach und nach von den Pflanzen aufgenommen werden, je nachdem, wie sie gebraucht werden. Wir sind unabhängiger von fossiler Energie. Wie schon vorhin gesagt, für den chemisch-synthetisch hergestellten Stickstoff brauchen wir Unmengen an Energie und meist fossile Energie. Wenn wir das Ganze aber durch Pflanzen machen, sparen wir uns das ein. Wir haben eine höhere Nahrungsmittelproduktion pro Fläche. Das klingt erstmal paradox. Viele sagen, ja, Ökolandbau hat weniger Erträge, Ökolandbau hat oder bio-vegan vielleicht noch weniger. Das stimmt auf der einen Seite, Ökolandbau hat weniger Erträge, aber erstens bio-veganer Landbau, die Erträge sind vergleichbar mit denen im Ökolandbau. Ich habe jetzt nicht weniger Ertrag als mein Bio-Nachbar. Und ja, das Konventionelle, im Vergleich zum Konventionellen hat Bio im Getreidelandbau wahrscheinlich ungefähr den halben Ertrag. Wenn wir aber berücksichtigen, dass im konventionellen Landbau über die Hälfte an dem Getreide an Tiere verfüttert wird und im veganen Landbau davon ausgehen, dass wir uns auch vegan ernähren, wäre ja logisch, dann wäre die andere Hälfte von dem Getreide einfach frei für die menschliche Ernährung. Und ja, der große Ertragsunterschied, der ist sichtbar in Deutschland, in Europa, hier wo wir viel Geld haben und den chemisch-synthetischen Dünger kaufen können. In anderen Ländern wird eh weniger gedüngt. In Kasachstan zum Beispiel wird weniger Stickstoff gedüngt und die Erträge, die Differenz zwischen Öko und konventionell ist gar nicht so hoch. Und dann ist es eben auch eine Frage von wegen, was wir anbauen. Ich kann auf einen Quadratmeter, das ist vielleicht doppelt so groß wie das Pult, Weizen anbauen. Konventionell habe ich ein Kilo Weizen, das sind zwei so eine Hände voll. Ökolandbau habe ich vielleicht eine Handvoll Weizen. Wenn ich aber Gemüse anbaue, kann ich im Frühling Radieschen anbauen. Da habe ich bestimmt 5 bis 10 Bund Radieschen. Dann kann ich im Sommer mindestens 2 Zucchini-Pflanzen anbauen und habe da jeden zweiten Tag 1, 2 Zucchini. Und wenn die eingehen, kann ich im Winter nochmal Spinat anbauen und habe dann mindestens 3 Ernten pro Jahr. Und ja, es ist erstmal arbeitsintensiver als Getreide, aber bringt im Prinzip viel mehr Output pro Fläche. Also ist auch eine Frage von wegen, was wir anbauen und nicht nur wie. Und damit eben auch eine größere Kulturartenvielfalt. Ja, der typische Veganer isst in der Regel viel mehr Vielfalt als ein Nicht-Veganer. Müssen wir bloß mal über Linsen nachdenken, Erbsen, Bohnen, ganz viel verschiedenes Gemüse. Und ja, wenn wir das anbauen anstatt Getreide, bringen wir generell mehr die Biodiversität auch allgemein auf die Flächen. Das bedeutet, auch im Getreide sind mehr Ackerbegleitkulturen wie Unkraut, die wiederum auch blühen, was gut ist für Insekten. Und ja, habe ich jetzt die ganze Zeit über Vorteile geredet? Da denkt man sich doch von wegen, hey, wenn es so viele Vorteile gibt, warum macht das eigentlich nicht jeder? Tatsächlich gibt es kaum bio-vegane Betriebe. Es hat aber folgende Gründe. Erstens, der gravierendste Punkt, finde ich, ist die fehlende quasi Förderung oder der fehlende politische Wille. Ja, seit Ende des Krieges ist die Agrarpolitik so ausgelegt, dass wir auf Masse gehen, Hauptsache viel und Hauptsache billig. Und da kann auch der Verbraucher, finde ich, nicht so viel dran ändern. Die Leute sagen immer, ja, die Gesellschaft ist dran schuld, wenn wir billige Nahrungsmittel kaufen. Aber wenn ich zum Beispiel in den Laden gehe und ich kaufe irgendeine teure Markennudel, ist es im Prinzip dasselbe Mehl wie von einer No-Name-Nudel. Und ja, da habe ich als Verbraucher nicht so viel Einfluss drauf. Wichtig ist eben der politische Wille. Ökolandbau haben wir auch erst viel, seitdem es eben die Ökoförderung gibt, seitdem darüber geredet wird. Und genauso ist das eben mit dem Bio-Vegan-Landbau. Wir müssen anfangen, darüber zu reden, über die Vorteile reden. Und dann denke ich, es ist eine Frage der Zeit. Ein Problem ist der mangelnde Absatz. Das liegt jetzt auch nicht daran, dass das niemand kaufen will. Das ist so ein Teufelskreis von wegen, es gibt gerade keine Bio-Vegan angebauten Produkte, deswegen kann sie niemand kaufen. Und deswegen werden sie nicht produziert, weil sie niemand kauft. Nee, das war unverständlich, oder?
Auf der einen Seite, es gibt keine bio-veganen Produkte. Ich kann jetzt nicht in den Bioladen gehen, hey, ich hätte gern bio-vegan angebaute Tomaten. Und wenn sie nicht gibt, kann ich die nicht kaufen. Wenn ich die aber nicht kaufen kann, merkt der Bioladenbesitzer nicht, hey, da ist eine Nachfrage da. Und es müsste einfach jemand anfangen, bio-vegan angebaute Tomaten zu verkaufen. Wenn die Leute merken oder die Ladenbesitzer, hey, die Leute wollen das, die kaufen das, würde die Nachfrage eben auch steigen und der Anbau würde sich steigern und ja, der Ball würde ins Rollen kommen. Fehlende Strukturen, das ist eben auch schwierig. Ich kann jetzt eben nicht mit meinem bio-vegan angebauten Gemüse irgendwelche Läden beliefern. Wenn ich normales Bio-Gemüse habe, kann ich einfach im nächsten Großhandel anrufen, hey, ich habe hier das und das Gemüse, wollt ihr das kaufen? Ja, zack, bumm, verkauft. Und bei Bio-Vegan muss ich eben erstmal sagen, hey, ich mache Bio-Vegan, hättet ihr Lust drauf? Und muss das erklären und ja, das ist dann nicht so einfach. Genauso kann ich schlecht zu irgendwelchen Nachbarbetrieben gehen, die Bio-Vegan wirtschaften, weil es die einfach nicht gibt. Der nächste Bio-Vegan wirtschaftende Betrieb ist ein paar hundert Kilometer weit weg. Und ein weiterer Punkt, die Landwirte selber sind eben seltenst vegan. Ganz im Gegenteil, die sind alle sehr stolz auf ihre Tierhaltung. Und dann ist es immer schwierig für mich, wenn ich als Veganer auf so einen Betrieb komme, da gibt es irgendwas zu essen, irgend so ein Brot mit Wurst und ich sage, hey, sorry, nee, esse ich nicht. Das nehmen die immer gleich als Angriff von wegen, hey, aber meinen Tieren geht's doch gut. Und dann habe ich gesagt, ja, klar, denen kann es gut gehen, aber ich möchte das nicht. Und dann ist es immer so eine Gratwanderung und jemand, der eben selber Tiere hat und selbst nicht unbedingt vegan ist, solange wie es nicht mehr Geld gibt für Bio-Vegan oder Anerkennung oder was auch immer, macht das für die Leute halt wenig Sinn, Bio-Vegan zu wirtschaften. Und deswegen sind wir gerade in einer Phase der Pionierarbeit. Es gibt bio-vegane Betriebe, es wird auch mehr geben, es wird eine Weile dauern, aber über kurz oder lang werden wir an bio-vegane Landwirtschaft nicht rundherum kommen. Ich guck mal fix auf die Zeit. Ja. Chancen und Potenziale, das ist im Prinzip ja, die Vorteile, die ich hatte, nur nochmal anders formuliert, aber so bleibt's im Kopf da. Doppelt hält besser. Das Tierleid minimieren. Wie gesagt, wir können es nicht ganz ausschalten, aber wir können es zumindest reduzieren und auf ein Mindestmaß minimieren. Die Treibhausgase, die Emissionen reduzieren, quasi wenn wir unabhängig sind von den, wenn wir keine Kühe mehr halten, die Methan produzieren, tun wir gleichzeitig weniger Treibhausgase ausstoßen. Nitratbelastung senken, eben wenn wir weniger energieintensiven Stickstoff düngen, der auch leicht auswaschbar ist, wird auch weniger ins Grundwasser eingewaschen. Die fossile Energie können wir einsparen, im Extremfall sogar energieautark werden. Wir sind dann unabhängig von der fossilen Energie. Nahrungsmittelproduktion pro Fläche, die können wir sogar steigern. Und die Kulturartenvielfalt können wir steigern. Und genau, auch die Biodiversität allgemein. Wenn wir mehr anbauen, mehr Platz für Beikräuter haben, mehr Kulturartenvielfalt haben, gibt es auch wieder mehr Insekten und ganze Nahrungsketten entstehen wieder neu. Und zum Schluss nochmal ein kleiner Vergleich. Da sehen wir auf der linken Seite ein konventionelles Feld. Da wird Weizen angebaut. Und auf der rechten Seite, das ist bei mir daheim, da wird Gemüse angebaut. Kann man jetzt sagen, klar, der Vergleich der Äpfel mit Birnen, Weizen mit Gemüse. Natürlich sieht man dort viel mehr bunte Sachen, wenn da viel mehr verschiedene Sachen stehen. Aber genau das ist auch der Punkt. Das ist der linke dort, das ist Weizen. Der soll so aussehen, das ist ein guter Weizen, aber wir sehen halt auch nur Weizen. Das ist grün, da ist keine Blüte, da ist kein Beikraut, da ist gar nichts. Und in dem rechten Bild, da ist verschiedener Kohl, da sind Bohnen an der Seite. Zwischen den Reihen ist immer Platz für Beikräuter, vorn sehen wir Klee und hinten sind Bäume. Na gut, die Bäume sieht man dort auch. Aber was ich sagen will, so ein Bild schaut man darauf viel lieber an. Und so geht es auch den Tieren, die fühlen sich dort viel wohler, die finden dort Nahrungsmittel, die können dort sich fortpflanzen und ja, schönes Leben haben. Weitere Vorteile, ja. Vielen Dank, Daniel. Ja, danke. War sehr, sehr spannend. Viel Neues gelernt, kenne ich relativ wenig aus in dem Thema. Ist aber, wenn wir dich schon hier haben als
so eine seltene Spezies der bio-veganen Landwirte. Noch selten. Noch selten, hoffentlich, genau, wird, zahlt sich die Pioniersarbeit bald aus. Genau, das ganze Thema wird, wenn die Läden kommen. Haben wir noch Zeit für Fragen? Also, genau, wer möchte, fangen wir hier vorne kurz an. Hi, danke für den sehr interessanten Vortrag. Ich habe mal mit einer Freundin einen Selbstversuch gestartet und wir hatten auch ein kleines Stück Acker gemietet und da Gemüse angebaut. Aber da wurde es dann schwierig mit Schädlingen. Also wir haben auch alles biologisch gedüngt und so weiter. Aber dann kamen die ersten Kartoffelkäfer und wir wussten nicht genau, was wir machen sollen. Wie ist es denn mit Schädlingsbekämpfungsmitteln in dem Bereich? Ja. Genau, da bin ich noch gar nicht dazu gekommen. Das ist eben, natürlich gibt es Schädlinge auch, aber erstens, ja, wir betreiben vorbeugende Schädlingsbekämpfung im Idealfall. Das heißt, durch Vielfalt, selbst wenn ein Schädling irgendwo aufkommt und ich habe zum Beispiel mal keinen Rotkohl, dann habe ich dafür eben Bohnen oder was auch immer. Wir haben den Vorteil, wir verteilen Gemüsekisten in Leipzig. Da tun wir erstmal rein, was bei uns wächst. Und wenn doch irgendwie, wenn es zum Totalausfall kommen sollte, merken das die Kunden gar nicht. Solange wie immer irgendwas in der Kiste ist, bekommt das keiner mit. Aber klar, ist ein großes Thema. Aber Schädlinge treten ja eigentlich immer erst auf. Schädlinge sind im Prinzip die Folge von einer Störung, die vorher passiert. Wenn ich zum Beispiel wie hier nur Weizen habe und nur eine Kultur und es kommt ein Schädling, hat er auch keinen Gegenspieler. Und der hat dort ein gedecktes Buffet. Der frisst und frisst und vermehrt sich und dann kommt es zur Explosion und bam, alles kaputt. Und wenn ich verschiedene Kulturen habe, sind da auch verschiedene Nützlinge. Und man sagt, mit jeder Pflanze, die ich auf einer bestimmten Fläche habe, habe ich auch mindestens 10 weitere Tiere mehr. Und unter den 10 Tieren ist halt die Chance relativ groß, dass auch ein Nützling dabei ist. So haben wir zum Beispiel am Bach unten Erlen gepflanzt. An der Erle ist immer die Erlenblattlaus. Die ist auch nur an der Erle, macht dort nicht so viel Schaden, hat aber den Vorteil, es sind immer Marienkäfer da, die in Schach halten. Und wenn es zum Beispiel Blattläuse im Kohl sind oder wo auch immer, dann sind die Marienkäfer eh schon da, können ausschwirren, sich auch mit den Blattläusen zusammen vermehren und die in Schach halten. Genauso vorbeugende Schädlingsbekämpfung, eine Art Fruchtfolge. Das ist quasi das Grundgerüst. Im konventionellen Landbau fehlt das fast schon. Es gibt verschiedene Regeln, zum Beispiel soll ich wechseln zwischen Sommerung und Winterung. Also im Herbst eingesätes Getreide und im Frühling eingesätes Getreide. Blatt- und Halmfrucht heißt wie Getreide, was eine Halm hat oder eine blättrige Frucht wie eine Kartoffel. Und Anbaupausen. Zum Beispiel nach Kohl sollte man 4 Jahre Anbaupause einhalten, weil es gibt zum Beispiel verschiedene Krankheiten, die sind dann im Boden, die bleiben 4 Jahre im Boden, werden dann so nach und nach abgebaut. Aber wenn ich nach 2 Jahren schon wieder Kohl anbaue, finden die einen neuen Wirt und vermehren sich weiter. Und so kann sich das immer mehr aufbauen. Wenn ich aber die Pausen lasse, bauen sich die Krankheiten ab und ja. Und das ist ja der erste Fehler auch im konventionellen Landbau. Der ist total ausgerichtet auf Getreideanbau. Ganz oft wird Weizen angebaut und Mais und ohne großartige Pausen. Dann tun sich die Krankheiten im Boden ansammeln, dann muss ich wieder mehr spritzen und ja. Und warum wird es angebaut? Weil die Nachfrage da ist, aber nicht nach Nahrungsmitteln, sondern nach Futtermitteln. Also wenn wir auch runterkommen von der Tierhaltung, besteht eben wieder die Chance, mehr Vielfalt anzubauen. Also quasi ein anderer Kreislauf, der auch durchbrochen werden muss. Genau, aber nochmal zurück zur Frage, da bin ich ein bisschen abgeschweift. Wir haben auch Kulturschutznetze, die sieht man hier gar nicht so. Hinten das Weiße so ein bisschen, das ist wie eine engmaschige Gardine. Die kann ich über bestimmte Kulturen drüberlegen und dann kommen die Schädlinge nicht rein. Und ja, so hat jede Pflanze verschiedene Schädlinge, wo ich wieder verschiedene Sachen dagegen machen kann. Da hat jemand die ganze Antwort an die Hand hochgehalten. Das verdient eine Frage. Ich bin Markus von Vegan for Future e.V. Bin ab diesem Jahr tatsächlich auch stolzer Besitzer von einem kleinen Krautgarten, 30 Quadratmeter, bei mir in Boeing, also östlich von München. Meine Frage an dich, nachdem du das ja auch quasi alles from scratch begonnen hast, mit der Umstellung deines Hofes von deinen Eltern auf Bio-Vegan, was du für Tipps hättest jetzt für Kleingärtner im Allgemeinen, wenn man versucht, eine Parzelle in der Größenordnung, sag ich mal, neu zu besetzen, das heißt,
jetzt damit anzufangen, da auch biovegan anbauen zu wollen, im kleinen Stil. Zum Thema Bodenvorbereitung, ob es da irgendwelche Tipps gibt, die man, sag ich mal, auf den kleinen Maßstab umsetzen kann. Wenn man sagt, okay, man möchte das ähnlich haben wie auf deinem Bild hier, dass man das auf die 30 Quadratmeter, sag ich mal, einfach runter kondensiert und da mehrere, wie du auch sagst, Pflanzen, die sich gegenseitig helfen, anbauen kann, um eben Schädlinge zu vermeiden, weil auch bei uns in der Parzelle ist natürlich die Verwendung von Giften und jeglichen Sachen verboten, was sehr gut ist. Aber nebendran wird halt auch noch gedüngt, das wird meistens mit Mist gearbeitet und so weiter. Und das möchte ich halt alles gern vermeiden. Jetzt die Frage, gibt es irgendeinen Tipp von dir, wo du sagst, ja, im Boden, wo schon mal angebaut wurde, aber eben nicht bio-vegan, wie bereitest du dann das vor? Und ist das Ganze ummünzbar auf, sag ich mal, kleine Parzelle oder Balkon zum Beispiel, wo man dann auch die Revolution im Kleinen starten kann? Ne? Ja, natürlich geht das. Grundvoraussetzung erstmal ein Dünger. Du brauchst halt einen Kompost. Den kannst du auch pflanzlich gestalten. Da brauchst du Materialien, die Struktur bieten, andere Materialien, die sich besser zersetzen. Struktur bietet zum Beispiel altes Gras oder Heu oder Stroh. Schnell zersetzende Materialien wie Gemüseabfälle, Küchenabfälle. Das immer mal ein bisschen durchmischen und dann hast du einen guten Kompost. Ansonsten den Garten grob einteilen in Fruchtfolgefamilien. Ich merke mir bei dem Feld auch nicht, wo war eine Reihe Kohl, wo war eine Reihe Radieschen. Aber ich tue das zusammensetzen zu einer Kreuzblütlerfamilie, Kohl, Radieschen und lauter sowas. Und merke mir dann, hier war die Familie auf der Fläche und im nächsten Jahr sollte die weiter wandern und erst in 4 Jahren wieder hier sein. Und dann sollte das eigentlich klappen. Und nicht zu viel drüber nachdenken. Einfach machen, wenn was schief geht, kann man draus lernen. So, wir haben hier oben, ich hätte das nicht sagen sollen und nicht belohnen sollen, wir haben jetzt hier so viele Arme, die gar nicht mehr runtergehen. Mal hier weiter. So, hallo. Hallo. Erstmal danke für den tollen Vortrag. Furchtbar, wenn man sich selber hört und dann im Mikro. Ich würde mich dafür interessieren, wo ich denn so Gemüse herbekomme. Also ich bin gerade dabei, einen bio-veganen Supermarkt in Memmingen zu eröffnen. Er soll im Juni starten. Jetzt ist es tatsächlich sehr schwer, an solches Gemüse zu kommen. Wo bekomme ich das denn her? Oder gibt es einen Großhändler oder ein Verzeichnis, wo man sich dorthin wenden kann, weil es natürlich ja, umso veganer, umso besser ist? Genau, das ist im Moment halt tatsächlich noch schwierig. Es ist nicht so, dass es keine Betriebe gibt. Es gibt irgendwie zwischen 10 und 20 Betriebe in Deutschland, die das machen. Es gibt das bio-vegane Netzwerk. Der ProVeg hat eine Liste von bio-vegan-wirtschaftenden Betrieben. Und es gibt den biozyklisch-veganen Anbauverein. Das ist quasi so ein Verband wie Bioland oder Naturland, kann man sich zertifizieren lassen und nach deren Regeln anbauen. Wir selber orientieren uns auch an den Regeln, sind aber nicht zertifiziert. Super, danke. Hier gab es noch. Okay, dann hier als letztes der mit dem stärksten Arm, der Inhaber der Athletikschule. Ja, Daniel, du hast mich auch 100% überzeugt und es ist eigentlich, also danke für den Vortrag, es ist, wie kann ich als Endkonsument, weil du gesagt hast, dieser Teufelskreis, wie kann ich den durchbrechen? Ich habe selber auch schon gemerkt, es ist einfach super schwer daran zu kommen. Was wäre jetzt dein Tipp, was können wir alle machen, wenn wir sagen, wir wollen mehr Bio-Vegan? Wie können wir den Fortschritt vorantreiben? Das ist eine sehr gute Frage, da denke ich auch sehr oft drüber nach. Es ist tatsächlich gar nicht so einfach. Ich habe immer gesagt, unterstützt solche Landwirte, die sowas machen, aber nun kann ich nicht, wenn jetzt 1000 Leute zu mir kommen, hey Daniel, ich brauche Gemüse von dir, ich würde dich unterstützen, wohne aber leider in Hamburg oder in München oder sonst wo, ist das schwierig. Was wichtig ist, einfach generell was machen in der Bewegung, wie die Leute hier, die den Kongress hier organisiert haben, oder vegan, sich einfach vegan engagieren, über das Thema reden und versuchen, die Politik zu tragen, an Leute heranzutragen, die Entscheidungen treffen. Ja, das ist wichtig. Wichtig ist, oder was falsch ist, andere Bauern zu kritisieren von wegen, hey, du bist nicht bio-vegan.
die machen das nicht bio-vegan, weil das böse Menschen sind, die machen das so, weil sie es nicht anders kennen, weil sie es schon immer so gemacht haben. Ja. Aber ja, so richtig. Gibt es denn eine konkrete Forderung an die Politik, was man kommunal umsetzen könnte? Weil jetzt sind ja gerade Wahlen überall. Mhm. Jeder macht seine Wahlzettelchen voll. Und wir taten uns bei der Programmdefinition wirklich schwer, wie man die Landwirte, die das gut meinen und gut machen wollen, kommunal unterstützen kann. Weil die ganz große Politik wurde ja von oben gemacht. Ja, Forderungen, man kann viel fordern. Es werden ja immer noch neue Tieranlagen gebaut mit Fördermitteln. Das kann man verbieten. Also nicht verbieten, aber auf kommunaler Ebene, die müssen ja genehmigt werden, die Tierhaltungsanlagen. Und einfach keine neuen mehr genehmigen. Man kann Absätze steigern von Landwirten, die wirklich sowas machen wollen, bio-vegane Landwirtschaft. Man kann irgendwelche Märkte etablieren, zum Beispiel auf dem Wochenmarkt. Man kann Bildung betreiben, quasi den Verbraucher aufklären. Ansonsten, auf kommunaler Ebene hattest du gefragt, oder? Ja. Ja. Das ist eine gute Frage. Ich denke mal selber noch drüber nach. Reden wir später nochmal. Genau. Zeit für weitere Gespräche gibt es auf jeden Fall später auch noch. Falls jemand irgendwie eine Frage hat, ich bin den ganzen Tag nach hier. Und genau, vielleicht findet man einen Moment. Einfach im Mittagstisch neben den letzten.